Hallo und moin moin, damit willkommen zum zweiten Teil der Reboot-Reihe von Tomb Raider, genau genommen Rise of the Tomb Raider. Ich habe das Spiel schon mal gespielt gehabt vor einer Weile, man sieht es ja, vor gut 2 Jahren, aber ich werde es hier für euch nochmal extra spielen. Weil zuletzt hatte ich ja, für mich war es gestern, den Vorgänger, den ersten Teil dieser Reboot-Reihe gespielt. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Denn am 14. September 2018, also für mich dieses Jahr, kommt dann der dritte Teil raus. Und den werde ich dann live spielen. So, was haben wir hier? Ich will ein neues Spiel anfangen. Diese Aktion überstrebt alle Fallen. Automatischen Speicherdaten, ist klar. Wir wählen natürlich Abenteuer. Für mich ist mir die Story interessant. So, aber wir gucken trotzdem mal. Konzentriert sich auf Laras Abenteuer. Kämpfe sind leichter. Ist natürlich klar. Im Kampf ist Zielhilfe aktiviert. Hätte man weglassen können. Brauchen wir unbedingt. Feinde haben weniger Gesundheit und Charme. Ansonsten Tomb Raider. Nee, also ich will ja mehr die Story eigentlich zeigen. Und deswegen spiele ich ja Abenteurer. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen? Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Ah, dann mal los. Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Hier unten. Ich klettere runter und hol dich. Nein, das ist zu gefährlich. Ich klettere wieder rauf. Bist du sicher? Bleib einfach da.
rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Zum Glück habe ich ja schon Erfahrung aus dem vorherigen Teil. Licht hier, es passt schon zurück. Oh, na dann. Oh! Oh, Ali. Hab dich! Müssen wir wohl durch. Mehr. Verlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Ach ja. Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Schöne Aussichten. Ah, jetzt soll ich vorgehen. Schlingel. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Ob er es auch schafft. Oh. Da soll ich jetzt hochspringen? Ja, ich hab's gut davor. Oh. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Okay, los geht's!
Ja, ich hol Schwung! Schwingen! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Ja, wie schwingt man hier? Vorwärts und rückwärts, das mache ich die ganze Zeit. Ach, gibt's doch nicht. Oh, hol Schwung! Oh, das gibt's doch nicht! Da verfehlt die? Sag mal, das gibt's doch nicht, ey. Was ist jetzt denn kaputt? Irgendwie hat's das hier heute. Hoppala. Da springt sie nicht. Hui, 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 hui. Stell, stell, stell. Oh, oh. Hui, 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 jolala. Oh nein. Was? Ah!
Der Berg fällt auseinander. Ah. Umsonst hochgeklettert. Zwei Wochen zuvor in London. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity? Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Hm. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Oh ja.
kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit. Nein. Schon wieder. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Nordwestgrenze Syriens. Oh je. Und die bekriegen sich da unten. Das verlorene Grab. Suchen Sie in den Klippen nach Ruinen. Ja, und offenbar blutet mir die Stirn oder so, aber sie hat Kopfschmerzen. Ja, offenbar eine Gehirnerschütterung. Aber die Aussicht ist herrlich. Was zum Geier geht da unten vor. Ach nee, auch Moment. Noch klettern. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Na, dann mal weiter. Oh je. Oh je. Wir sind hier. Oh. Eine Kiste ist hier. Ein religiöses Symbol. Detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein. Vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Okay, haben sie mit der Maus geändert. Von einem war immer rechte Maus, jetzt ist linke Maus. Wesentlich grafisch schon weitaus besser. Ich bin mal gespannt, was mich der dritte Teil erwartet, vor allem grafisch. Leider kann ich da aber mit den vollen Qualitäten nicht mithalten. Da reicht meine 1080 nicht aus. Da bräuchte ich die neue schon. Aber es wird sich zeigen. Oh, Standard linke Maustaste. So, haben wir eigentlich auch wieder unseren speziellen Blick. Ja, wir haben ihn. Oh nee.
Könnte es das wirklich sein? Hui. 1000 Jahre alt, mindestens. Passt alles zusammen. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Erkunden Sie die Wandgemäldekammer. So, was haben wir hier alles? Oh, ein Relikt schon gefunden. Auch Herausforderungen gibt es hier auch. Ob das wie so eine Knemquest sind? Oi, und diesmal ein bisschen verändert mit dem Inventar. Diesmal ist das spezifischer hier. Hab's bloß vergessen, wie es hier war. Münzverstecke, Wandgemälde, Dokumente. Na, dann legen wir mal los hier. Da haben wir eins, da haben wir was. Oh, hier gibt es eine ganze Menge. Nehmen wir es mal da hoch. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Werds Notizen erwähnen das auch. Lesen Sie die Wandinschriften, um Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Also langsam lernt sie wohl Griechisch. Kann sie da? Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Ach ja. Da müssen wir erst unser Griechisch aufmöbeln. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Oh nee. So lange gibt's die schon? Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Besetzen Sie die Monolithen. Also jetzt haben wir genug Sprachkenntnisse. Aber hier war ja noch was. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Na, das ist nett. Du, die Tabulator-Taste kennen wir schon. Spielewegweiser. Markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser. Bei Verwendung von Überlebensinstinkt in der Welt werden Spielerwegweiser als blauer Lichtkegel angezeigt. Ja, kennen wir schon aus dem ersten Teil der Reboot-Reihe. War sehr nützlich. So. Aha, da sind die Wegweiser. Gehe ich mal von aus, ne? Nee, Wegweiser setzen? Ach, wir sollen die benutzen. Jetzt leuchtet er. So, Mission, Herausforderung. Gucken wir uns mal ein bisschen alles an hier. Hängt sie höher? Wen denn? Ach so. Da oben steht ja. Räuchergefäße abgeschossen. Aha. Oh, ich habe schon eine Waffe hier. Räuchergefäße. Wo sind denn hier Räuchergefäße? Warte mal, wo bin ich überhaupt hergekommen?
Ach, hier durch. Aber hier waren ja keine Räuchergefäße. Kommt man hier wieder raus? Mal kurz Luft schnappen. Ein bisschen Sonne tanken. Ja, die Asker, ja. Was kommt hier rein da? Ja, kletter rein. Da liegt was. Ja, verbuddelt. Konnte man auch nicht finden. Aber Münzen. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Ah, interessant. Ist hoffentlich auch Händler so, wa? So, da geht's weiter. Ah. Also hier hängt noch nichts weiter. Unsere Karte geht ja. Oh, die geht noch ans Ende. Das ist draußen. Ah ja, hier geht's weiter, wa? Ach, das sind die Münzen. Gut. Seid ihr mir ran? Ne. Fähigkeitspunkte haben wir noch nicht, ist klar. Kartenlegende. Aha, das sind wir. Einsatzziel: Katzen, Bären, Wildschweine, Hirsche, Wölfe, Seilrutschen. Oh, Ein- und Ausgänge. Missionsgeber. Aha, können wir auch eine Mission machen? Missionsort, Herausforderung, Basislager, kennen wir schon, Dokumente kennen wir auch schon, Relikte ist uns bekannt, Wandgemälde, Überlebensversteck, aha, Monolith, Forschertasche, Archivkarte, ja, die haben wir auch schon, Münzversteck, Kryptaschatz, Kryptaeingang, Herausforderungsgrab, Ressourcen, Höhlen, Vorratsschuppen und eine Truhe. Okay. So. Ein geheimer Eingang. Na, so geheim ist er nicht mehr. Oase. Finden Sie einen Weg ins Grab der Propheten. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Aber versteckter Eingang? Aber wäre ein versteckter Ausgang. Ui. So, da müssen wir rüber. Wahrscheinlich... über diese teils verfallene Brücke. Ah, cool, Questziel, Wegweiser. Ja, kennen wir mittlerweile. Hab's ja schon ein paar Mal gedrückt. Da müssen wir hin. Na dann. Mal los. Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit Leertaste. Klettern Sie im Sprung an flachen Wänden hinauf. Oh, guck mal, sogar mit Regenbogen. Herrlich. Ja, und dann wahrscheinlich da rum auch noch. Aber genauso wie auch gekennzeichnet hier. Die Wände. Oha. Das ist auch nicht mehr das Stabilste hier. Alle, ja. Und nicht doch. Oh nein, Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Oh, oh. Ja, haben Sie wieder Ihre
Uiuiui, macht ihr. Uiuiui. Da wollte die Sprungtaste nicht. Steh auf. Zurück gibt's wohl nicht mehr. Ich hoffe nur, wir haben da drüben nichts vergessen. Das ist genau das, was ich ja im ersten Teil schon mal in den letzten Folgen angesprochen hatte. In der Hoffnung, dass man da drüben nichts vergessen hat. Oder weil es irgendwo keinen Weg mehr zurück gibt. Ja. Aufspüren konnte. Toll. Ja. Das würde ich mal lassen. Ja, Skorpione. Ja, krabbelt der Skorpion da in den Mund rein, ne? Und Skelett. Lecker. Ja, mit dem Kopf durch die Wand. Erkunden Sie die Gänge im Grab. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. War hier. Eine Münze nur gefunden? Ah. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Eine alte Nachricht vom Oberhaupt des Trinity-Ordens. Sie sind dem Propheten und seinen Anhängern hierher gefolgt. Der Bischof, Nachricht aus Rom.
Ja, hier können wir nichts weiter machen. Sowas von. Zielen Sie mit der Schusswaffe zum Feuern. Linke Maustaste. Schießen Sie auf strukturelle Schwachpunkte, um Fallen oder Seilverbindungen zu zerstören. Wie viel Schuss haben wir? Unendlich. Also wir müssen vorsichtig sein. Hier sind noch Fallen versteckt, wie es aussieht. Ah ja, ich höre ja mit zu noch. Die Herausforderung geschafft. Haben wir schon. Also ein Dokument haben wir noch, Relikt haben wir noch. Und ein paar Münzverstecke. Ach, ich denke mal, die werden wir alle noch finden. Ach, guck mal da. Er lässt jetzt die Kameraperspektive nicht ganz zu, aber ich drehe mal so. Da auf dem Boden ist der Auslöser. Doch, jetzt geht's. Also da müssen wir aufpassen, dass wir auf die Dinger nicht rauftreten. Vorausgesetzt, dass diese auch zu sehen sind. Aber wenn ich mir so den Boden angucke, wird schwierig. Sie sprengen sich den Weg frei. Ja, offensichtlich. Also das hatten wir da schon mal. Vielleicht kann man so die alte Plattform lösen. Hoffentlich klappt das. Ja. Scheint's. Ja. Vom Geruch her nicht angenehm zu sein. Aber so kommen wir wenigstens raus hier aus dem Sumpfloch. Get free, Davey. Die sollten vorsichtig sein mit ihrer Sprengung. Man alles kaputt hier. Nicht schon wieder eine Rutschpartie. Hoppla. Möglich, da noch ein paar Sachen liegen, die wir so nicht finden. Da waren Wandgemälde, das haben wir gesehen. Die haben wir ja alle fertig. Aber ich denke mal, da unten noch was ist.
kann ich mal kurz gucken gehen. Aber wie kommt man hier abtauchen? Das ging doch irgendwie. Nee, irgendwie gerade nicht. Vielleicht lerne ich das ja noch. Das Tauchen. Ach je. Unglaublich. Hier hoch. Das Grab des Propheten. Gehen Sie bis zur obersten Etage der Hauptgrabkammer. Ach, guck mal, hier sind die Leuchter. Aha. Das ist ein Magazin. Wie viel Schuss wir da noch drin haben. Überle. Schwimm schneller. Au. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Jupp. Und dann machen wir das mal. Ach, da wäre sie garantiert vorher nicht reingekommen. Vermute ich mal. Ja. Getroffen habe ich, aber... Okay, lässt das mehr Wasser rein? Schauen wir mal. In der Tat. So, denke ich mal, dann kommen wir auch da hinten in die Ecken hin. Ah, ich denke, das sind eher die Lampen da. Oh, Minzversteck. Hängt sie höher. Ja. Ne, also die sind es garantiert nicht. So, hier haben wir Münzversteck gefunden. Und hier drüben noch irgendwie was. Ne, da kommen wir nicht hoch. Da auch nicht. Verschwindet nur. Stimmt, von da waren wir ja gekommen irgendwie.
so wie das aussieht. War hier die Rampe? Ja, da war die Rampe. Und da war weiter nichts. So. Oh. Wer ist er denn? Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Der Ritter, Tod des Propheten, die Spur des Propheten. So, ein Trinity-Ritter folgte der Spur mit der Absicht, die restlichen Anhänger des Propheten auszulöschen. Es sollte keine Beweise geben. Ja, fehlt nur noch einer, den ich gerade nicht sehe. Hängt garantiert irgendwo um die Ecke. Oh. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen, aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen und es wird endlich ein Grab werden. Der Ritter auf der Spur. Sie fanden die Anhänger des Propheten und wollten sie alle umbringen. Was war so gefährlich an dem Propheten? Tja, das wüsste ich auch gern. Nanu. Münzversteck. Hier ist ja noch eins. Oh, noch mehr Wasser. Ah, da ist was.
Na, zu viel Schwung. Das ist garantiert die Karte gewesen. Die uns zeigt, wo hier alles versteckt ist. Und das war zu kurz. Ja, wir haben es gleich. Alle, hopp. So. Archivarkarte. Archivarkarten enthüllen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Ja, schauen wir mal. Also ich denke mal, alle hellen Punkte. So, also weil alles schon dunkel ist, haben wir. Da war der Obelisk. Das haben wir alles gefunden. War ein Dokument. Genau, da ist noch eins. Dann haben wir hier noch Münzversteck und was war denn das hier? Herausforderung. Ich denke mal, die Herausforderung ist quasi, die ganzen Laternen runter zu schießen. Warte mal. Ich war der Meinung, sie könnte auch mal einen Körper. Oder war das ein anderes Spiel? So. Ah, das kantiert da oben, hinter der Wand. Da ist wohl noch ein Münzversteck. Irgendwo. Versteckte Münzen. Haben wir denn jetzt alle? Ja. Ah, das sind die großen Dinger. So, ein Dokument ist da oben, eine Herausforderung. Das kriegen wir alles noch gemeistert. So. Ich denke mal, wir müssen weiter. Lustig. Als wenn sie an der Wand klebt eben. Nee. Da geht's nicht weiter. Mädel. Solltest doch springen. Hey, Jutzka. Langsam. Guck mal, da ist wieder ein Loch. Da ist eine Falle. Kommen wir da rüber, ohne die auszulösen? Ja, wir kommen rüber.
So geht's auch, das ist gut zu wissen. Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen, und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal, sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Der Ritter an die Toten. Sie waren sich sicher, den Einfluss des Propheten beenden zu können, aber es lief offensichtlich nicht wie geplant. Sprachkenntnis erhöht. Jetzt kann jetzt Griechisch der Stufe 2 übersetzen. Ja. Ich sage schon mal an dieser Stelle wieder danke fürs Zuschauen und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der Folge 2. Wir sehen uns. Bis dahin, tschüss.